Okay, Chat, aufwachen, geht weiter. Aber schon ein nettes Ambience-Geräusch, muss ich schon sagen. Kann man schon machen. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein Hitzegewitter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Noch ein Bolzen? Ich hab noch einen Bolzen. Kann helfen. Jetzt hast du's geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Arno, schnapp ihn dir. Ja, schätze, da wird nichts mit Amicia Rambo-Modus. Das sehe ich. Wird nichts mit Amicia Rambo-Modus, wenn er jetzt für mich kämpft. Jetzt habe ich einfach einen Ritter. Die kennen sie. Natürlich, sie macht ihnen schon seit Jahren die Hölle heiß. Weil sie Feuer spuckt. Hugo ist sehr begeistert von dieser Drachenidee, kann das sein? Was ist denn jetzt Arno eigentlich? Ach da. So einen Scheiße. Großen Typen? Er ist tot. Kann er sich aber gut verstecken. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Oh, dass ich das Gras angezündet habe, war nicht so gut vielleicht. Gehört ganz dir, Arno. Bereit für den Kampf. Ihr gehört mir. Verlieren. Kann nie sagen. Also ich glaube, spätestens jetzt ist klar, in welche Direction das Spiel mit uns will. Hier so von wegen Schleichen ist vorbei jetzt. Jetzt, wo wir einen Ritter dabei haben, der einfach alle abschlachtet. Das ist so geil, er rennt einfach los und macht sie kaputt. So, soll ich den verwerten? Könnt ihr ihn doch auch aufheben? Hier? Danke. Herr Gera, der frisch bestellt, ist ehrlicherweise ganz schön nützlich geworden. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut am Anfang, aber ist nützlicher, als er aussieht. Das Einzige, was jetzt so richtig für den Arsch ist, ist die Bitrate. Also tut mir leid, wenn es kacke aussieht. Aber ich kann den Regen leider nicht abstellen. Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Und was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Das heißt, sie haben öfter mal Sex, aber es klappt nicht so richtig mit der Ehe. Ich liebe Regen auch, aber Twitch hasst Regen. Na, da ist noch einer. Moment. Arno? Hat sich da gerade was bewegt? Ihn doch, doch, doch! Ja. Nur du und ich. Ja. Jetzt wird mir ja auch mal ein bisschen was geboten. Oh, okay. Irgendwann werden sie Arno töten. Also sollten wir es nicht übertreiben. Na gut. Dann muss ich wohl auch ab und zu mit der Armbrust eingreifen. Da sind zwei, glaube ich. Der Typ mit seiner Laterne, dem schießen wir einfach die Laterne weg. Das
müsste aber auch mit der Schleuder gehen. Ich muss da aber noch ein bisschen näher ran. Jetzt wird hier einfach aus den Vollen geschöpft. Ja, dazu rauscht halt hier noch das Meer. Also Geräuschkulisse ist gerade schon echt nice. Für die da rechts sehen uns auch nicht mehr. Warte, der gehört mir. Anno soll mal lieber die Großen nehmen. Aber wie kommen wir jetzt an den Ratten vorbei? Können wir da tatsächlich dran vorbeilaufen? Da versteckt ihr euch also. Anno, schnapp ihn dir! Anno, versuch's mal. Komm nur her! War klar, dass ich siege. Müssen halt nur aufpassen wegen den beiden da drüben. Jetzt ist das Loot weggeschwommen. Aber der Regen macht uns natürlich auch ein bisschen unsichtbarer. Das darf man nicht unterschätzen. Frage ist nur, wollen wir in die Höhle oder wollen wir dahin, wo die sind? Ich meine, eigentlich wollen wir zum Leuchtturm, ne? Ich würde erstmal in die Höhle gucken. Da sind vor allen Dingen Typen drin. Hat leider nur einen Bolzen. Ich wünschte echt, ich hätte mehr Bolzen. Ich glaube, das muss ich immer noch werfen, damit es funktioniert. Okay, ich nehme den kleinen und Anno nimmt den großen. Ich glaube, das ist fair. Erledige ihn, Anno. Ich bin immer kampfbereit. Oh, kann ich? Eventuell? Ich wollte jetzt ausprobieren, ob ich ihn die Rüstung hinten abschießen kann, aber... Das wäre nämlich, glaube ich, sogar gegangen. Aber dann war er schon tot. Na gut. So. Ist die Frage, funktioniert mein ganzer Zauberkram bei Regen überhaupt? Anscheinend schon. Geht's wieder zu den Typen rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rein möchte. Das ist zwar bestimmt eine Erinnerung, aber... Die sind leider auch verbuggt, habe ich in einem anderen Stream gesehen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Die triggern manchmal leider einfach nicht. Wow, 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 Machine! Ja, ich sag ja, wir spielen jetzt Rambo-Mode. Ich habe lange genug versucht, die Kinder zu beschützen. Die müssen jetzt einfach erwachsen werden. Ja. Ich habe keinen Bolzen mehr, ne? Alle zu mir! Wir haben Gesellschaft! Gehört ganz dir, Anno! Ja! Nur du und ich! Okay, jetzt wird Anno sterben. Das ist exakt die Situation, die wir nicht wollten. Aber dann sehen wir das auch mal. Kann ich ihm irgendwie helfen? Eindringlinge, alle zu mir! Wir haben uns gesehen. Letzte Worte. Sie sind verschwunden? Wie das? Ja, aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay, vier sind zu viel für Anno.
Haben wir das auch geklärt. 4 gegen 1 ist zu viel. Da stehen eine Menge Typen rum. Muss die War Machine das vielleicht ein bisschen klüger anstellen. Ach guck, aber jetzt strengt ihn das an. Es war also eigentlich letztes Mal gar nicht so doof, dass ich das nicht so overused habe, weil es jetzt auf einmal nicht okay ist. Es wäre doch sonst viel zu overpowered, wenn du das einfach die ganze Zeit benutzen könntest. Schaffe ich es darüber, ohne gesehen zu werden? Ganz schön viele Männer für ein paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Recht und Gesetz. Ein gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen, der Feigling. Du kannst ihn wohl nicht leiden. Wir hassen einander. Vielleicht sollte ich gar nicht da hinten hingehen. Mal gucken, wo es hier so hingeht. Kletter hoch. Alles klar. Das Ding ist natürlich, Arnaud ist auch sehr groß. Das heißt, wir machen uns mit ihm an der Seite schon auch ein bisschen sichtbarer. Kommen wir nicht hoch, ne? Ja, schade. Dann müssen wir wohl. Wenn ich jetzt noch einen Bolzen hätte. Wenn ich jetzt den Typen auf Anno hetze, kriegen sie das wieder mit. Andererseits stehen die so weit weg, ne? Vielleicht? Erledige ihn, Anno! Probieren wir es aus. Ja, komm nur her! Wenn wir das so ein bisschen outspacen. War schon mal keine schlechte Entscheidung. Ja, die beiden da sind ein Problem. Sind beide ein bisschen zu groß für mich, glaube ich. Ja, scheiße, wenn ich jetzt mal Bolzen hätte, ne? Vielleicht steckt einer im Boot, vielleicht habe ich Glück. Ah. Manchmal muss man einfach Glück haben. Ja, da hinten ist noch einer. Ist aber schon ganz praktisch, so einen großen, starken Mann dabei zu haben. Ich weiß nicht, ob wir den am Leben lassen können. Vielleicht besser nicht. Ich suche aber eigentlich, ehrlich gesagt, vor allen Dingen Bolzen. Weil die Armbrust ist so toll, sie nützt mir halt nichts ohne Munition. Ne? Oh, ich habe die letzten Tage so Bock auf Rittersport gehabt, Mann. Ich denke aber auch, er wird nicht mit auf die Insel kommen irgendwie. Vielleicht nehmen wir nur die Sophia mit. Also genießen wir es, solange wir ihn haben. Wird uns nicht ewig erhalten bleiben, schätze ich. Komm, hoch mit dir. Gut, gut. Nach allem, was mit dem letzten nützlichen Mann passiert ist. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Er hat es also wirklich rasiert, okay. Ja, wahrscheinlich um die Wunde.
desinfizieren zu können. Hätte aber die andere Seite auch machen können. Sieht irgendwie komisch aus. Sie nur auf einer Seite einen Undercut hat. Ich glaube, er hat nur die Seite mit... Ja, er hat nur die Seite rasiert. Auf der Seite hat er es dran gelassen. Ist ja kein Friseurstudio. Weißt du's? Hast du ihn mal gefragt? Weiß nicht, ob das so klug war, hier reinzugehen. Vielleicht hätte ich mich draußen noch ein bisschen mehr umsehen sollen. Wandmalerei. Nein, Handabdrücke von den ersten Menschen, die hier lebten. Vor den Römern sogar. Die ersten Menschen. Wir sollten weitergehen. Warte mal. Nur kurz. Das ist so schön. Das ist es. Es bringt mich zum Weinen, aber ich weiß nicht warum. Behalt es in Erinnerung. Komm, ja. Na guck, haben wir doch eine Erinnerung gefunden. Hat sich's ja schon gelohnt. Und wir konnten ein bisschen trocknen. Ich glaube, da wären wir sonst hergekommen. Ich frage mich aber, wobei wir haben in dem Kapitel ja schon eine Feder gefunden. Weil also für Blumen... Oh oh. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Für Blumen ist hier nicht gerade so gastfreundlich. Schon wieder, ne? Wir wissen, der packt nicht so viele auf einmal. Heute nicht, ihr Biester! Ich wollte eigentlich auf seinen Kopf schießen, aber... Wir haben Gesellschaft. Ich werde angegriffen! Findet die Drecksäcke! Hat nicht geklappt. Ich schätze mal, hier müssen wir vielleicht doch wieder mit den Ratten Amok laufen, aber dafür muss ich sie erstmal finden. Wollt ihr euch Sie sind hier! Ich sehe sie! Da! Kommen! Dürfte sie halt eigentlich nicht alarmieren, ne? Das hat mein Freund doch keine Lust mehr. Okay, so geht's auch. Zum Glück haben wir noch die Schleuder. Mit der Armbrust wäre es aber chilliger gewesen. Muss ich auch mal sagen. So, lebt hier jetzt noch einer? Ich sehe keinen. Ah, doch, da oben. Da oben ist noch einer. Also mit geballter Manpower kommen wir schon ganz gut durch, ne? Red Lado, aber vielleicht funktionieren die auch im Regen nicht. Also wenn der Junge davon redet, dass die Ratten möchten, dass er sie benutzt, werden wir es tun. Ich werde denselben dummen Fehler nicht nochmal machen. Aber ich werde mal gucken, dass wir es rauszögern, solange es geht.
Ratten sind doch nicht aus Zucker. Die hier vielleicht schon. Das sind auf jeden Fall eine Menge Ratten, weißt du was? Missy Graham? Oh Gott. Sie sind ein bisschen wobblier als letztes Mal. Na, Gott. Atme durch. Ach shit, da ist Feuer. Schaut auf, ihr Ratten! Vielleicht zu früh geholt. Ich hab vielleicht zu früh zu den Ratten gegriffen. Ich schaffe es. Hey. Da seid ihr! Ich mach kurz. Danke, Anno. Ich hab mich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt. Okay, der Red Nado ist leider nicht mehr so stabil wie das letzte Mal. Der ist irgendwie wackeliger. Kriegen wir hin? Muss ich mich aber ein bisschen umgewöhnen. Größere Frage ist, wie kriegen wir Ugos Dingslevel wieder runter? Weil ich kann den Red Nado jetzt nicht nochmal einsetzen, weil sein Stresslevel so hoch ist. Und ich weiß nicht, ob wir sterben, wenn das das Maximum erreicht. Kann ich mir nämlich an sich ganz gut vorstellen, dass das so sein könnte. Immer dieser Aufwand jedes Mal vom Boot, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass wir jedes Mal in Bewegung setzen, um irgendwie an ein Boot zu kommen, dass wir dann 2 Minuten haben und dann wieder und hepp. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ich meine, ja, wir können natürlich auch nicht schwimmen, verstehe ich. Aber, also. Jetzt nicht streiten, bitte. Das bringt doch jetzt nichts. So, ein Bolzen. Ich hab da draußen, glaube ich, auch noch eine Kiste gesehen. Nein? Nein, die habe ich mir wohl eingebildet. Okay. Wenn man immer Ugo durch die Ratten gehen lässt, dann klappt es besser, habe ich festgestellt. An dem wollen sie nicht mal knabbern. Ah, sehr gut, da ist noch ein Bolzen. Die Wellen sind unheimlich. Das geht vorbei.
Ja, aber also solange das Meer so drauf ist, sollten wir da nicht rausfahren. Ich freue mich. Wir sind fast da. Können wir ja mit der Schleuder rausnehmen? Wir sparen Bolzen, wo es nur geht. Die brauche ich für den Notfall. Geht klar. Hier, oder? Nee? Schwefel. Schwefel. Gedacht, ich hab was leuchten gesehen. So, sind wir da? Also guck mal, mit den Ratten, Amicia und Arno sind wir eigentlich echt ein saugutes Team. Das war jetzt ein wichtiger Spaziergang. Sieht sicher aus. Ja, ist sicher genug. Vielleicht sollte sie wieder was drüber machen bei dem Regen. Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Es ist auch nicht nett, mich hier allein zu lassen, aber let's go. Ich kann mich auch nur bedingt verteidigen. Aufmachen! Aufmachen! Ist das Sophia? Hab dich! Siehst du, ich wusste, dass das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Guck mal, auf einmal kann sie das Messer rausziehen. Gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Erholung. Wieder bei Atem. Bereit zum Aufbruch? Ja, Moment. Amicia bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und erholt sich schneller von Treffern. Nice. Ich würde nur mir wünschen, dass wir das hier endlich mal freischalten, aber leider nein. Dabei versuche ich immer noch ein bisschen zu schleichen, aber es ist anscheinend nicht genug. Okay, wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Mal sehen, was ich machen lässt. Und ich habe immer noch nicht genug. Wo soll ich das ganze Material herkriegen? Laufe ich die ganze Zeit dran vorbei? So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Und wo sind jetzt die Boys? Das ist so toll! Was machst du hier draußen? Rein mit dir! Du bist klatschnass! Ja, in die Kabine! Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ich guck mich erstmal um. Scheiße! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich seh nach. Ich hab keine Scheißratten gesehen. Sie aber auch kein Kram.
gut. Dann kurbeln wir mal. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Der soll verankern. Er hängt. Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerl. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Steg mit der Kurbel. Da sind die Ratten. Okay. Der Anker ist auf der anderen Seite des Schiffs, Amicia. So, Entschuldigung. Dachte, da sind Ratten, da darf ich nicht hin. Aber dann räumen wir die Ratten wohl erstmal. Am besten nicht damit. Das wird knapp. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. So schnell ist man drei Krüge los. Hätte man wahrscheinlich eleganter lösen können. Apropos lösen. Mal weg. Guter Schuss. Alles klar. Die Kette blockiert den Anker. Dann mach mal. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Ist jetzt am Schiff an der anderen Kurve ziehen? Ja. Die, glaube ich, nicht allein bewegen, ne? Okay, zerbrich sie. Zerbrich was? Ich sehe ein bisschen schlecht. Es regnet ganz doll. Für der Fisch reicht noch eine Weile. Ach. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Endlich mal ein vernünftiger Erwachsener. Amicia, ein Verwachsener. Geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Ein Verwachsener. Läuft so gut. Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Mist. Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja,
Geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heil. So. Was ist los? Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna. Wir fahren nach Lacuna. Ich weiß nicht, ob wir in dem Sturm lossegeln sollten. Tu meinem Boot nicht weh. Sie kriegt das hin. Sie ist gut. Ein Schloss. Jetzt fahren die ohne mich. Ist das die Rache für Mama? Amicia, still! Spring! Nice! Amicia, wir segeln! Woo. Hörst du nicht? Wir segeln! Auf dem Meer! Auf nach Lacuna im schrecklichsten Sturm aller Zeiten! Captain Amicia Sparrow, ja. Wo willst du hin? Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja.